Hallöchen, Leute, und zurück bei L.A. Noir. Wir sind jetzt im Fall Black Caesar. Wir haben den letzten Fall der Viertelmondmörder, also der Black Dahlia Killer. Den haben wir letzten Part, glaube ich, getötet. Und jetzt wurden wir auf Roy Earls Drängen zur Sitte gebracht oder durch seine Anleitung. Und jetzt wollen wir uns mal unseren ersten Fall in der Sitte angucken. In der Sitte natürlich. Angucken und jetzt los. Ja, genau. Und jetzt legst du los, wenn ich hier starte oder was. Ja, genau. Dumme PlayStation, ey. Ich muss auch dazu sagen, dass es hier auch schweineheiß ist bei mir. Okay, daran kann es auch liegen. Ich guck mal eben kurz was. Nein, nicht hier. Hier, Karte. Auch wenn ich irgendwo hier ein Auto haben in der Nähe, das wir uns abholen können. Um mal zu gucken, was das ist. Nee, das ist nicht wirklich in der Nähe. Und wir sind jetzt hier oben beim Hollywood-Revier. Aha. Nicht mehr in Downtown. Sondern... Wo war das denn hier? Hier irgendwo. Nee, nicht Wiltshire. Ganz unten. Wo war das? Da. Hier waren wir sonst immer beim Zentralrevier. Jetzt sind wir beim Hollywood-Revier, ey. Geil. Ja, das liegt nicht wirklich auf dem Weg, also wir fahren erstmal zum Tatort und dann wahrscheinlich hierhin. Ja, gut. Machen wir das. Und wir fahren mit Roy Earls Karre. Nice car, Roy. Eigentlich müssen wir die ja kaputt fahren. No, my sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in Viceball. Meanwhile, we got needle freaks kissing a goodbye all over Central Avenue. Any in the vicinity officer needs assistance. 1825 North Highland Avenue. 1825 North Highland Avenue. Nein! Denkt ihr, ich komme da nicht durch? Hä? Habt ihr falsch gedenkt? Natürlich. Natürlich nicht gedenkt. War jetzt ein Joke, der wahrscheinlich noch nicht mal mich zum Lachen gebracht hat. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Tatort. Junkie-Wohnung. 3 Uhr. AM ist morgens, glaube ich. 3 Uhr morgens. Okay. Last on the left. Okay. Also hier. Gerade gesagt, last on the left. Okay. Das ist nicht left, das ist right hier. Einfach gucken, wo so ein komischer Griff ist. Ja. Da sehen wir schon mal einen Toten. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a two-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants the license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way, you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Okay. Oh, das sieht nicht lustig aus. He took his jolt and drifted off. And I suppose his friend wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. Ich kann euch einfach nur raten, lasst die Finger von Drogen. Da sieht man, was damit oder mit einem passieren kann.
Popcorn. Ich will das Popcorn gucken. Was haben wir hier? Put. Was? Payout on. 146? Saturday night. Hätte er an. Ja, doch. Lotto. Gedacht. Aber Lotterie kann auch. Tyrone Anthony Lamont. Weiß ich nicht. Messy eaters. It's all over the floor. Tyrone Lamont, not even 23 years old. Ja. 22. Popcorn. Guck dir das mal an. Mal gucken, was da irgendwas ist. Da. Black Caesar. From the joint across the street. Hm. Ja. Ging schon in Untersuchung. Ja, ich kann leider nicht weiter drücken. Was war da? Hier wieder Popcorn. Another special order from the Caesar. Auch mit Klebestreifen. Ich glaube, ich habe eine Idee, warum die Klebestreifen da dran sind. Darunter waren nämlich die Drogen. Einfach mal jetzt getippt. Oh. Eine Trompete. Hm? Willst du denn mal was machen damit, Cole? Eine Violine, glaube ich, ist das, wenn ich jetzt die Scheiße erzähle. Ich glaube, ich erzähle Scheiße. Hier war gerade was. Ach, die Leiche. Mhm. Mal gucken, ob bei denen was draufgeschrieben ist. Nein, natürlich nicht. Das war ein Spaß. Oh. Hier. Nein. Geh mal zurück, Cole. Da. Was haben wir hier? Sein Name. Black Negro. Augenschatz. 21 gerade mal. Say only the good die young. I hope it was true in your case. Hm. Ist das JJ always listen to? Okay. JJ. Why do these two care about his taste in music? Okay. Genau. Ja, da sieht man die einen Stichlöcher von der Nadel. Hier auch. Gut. Hier muss noch irgendwo was sein. Ich gucke hier auch nach. Schon wieder. Oh, oh, oh. Habe ich doch gesagt. War für eine Tatra-Lösung. Kann süchtig machen, ja. Kann es nicht nur? Macht es auch. Suche immer noch nach einer Zeit. Ey, geh mal weg, Roy. Mann, geh doch weg. Was haben wir hier? Eine Spritze. Injektion, Spritze, Morphin, Tatra. Ja. Glaube ich auch. Eine benutzte, Achtung, Cole. No cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had.
Hier ist wieder nichts drunter. Was haben wir hier? Seltsames Gekritzel. Kirsche, Glocke, Win. Das könnte von Glücksspielautomaten sein. Dass man so irgendwie was... Code knackt oder sowas. Da. All in my head. passt der irgendwie? Das passt ohne Scheiß. Okay, da sagt er nichts zu. I wonder what's the correlation between love of the needle and love of music. Okay. The Emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Okay. Ich habe also alles. Oh, die Sonne geht auch schon auf. wie lange war ich denn dann hier drin, ey? Ja, gut. Scheint habe ich alles. Keine Zeit und kein gar nichts. Dann kann ich ja mich verpinkeln. Können die anderen den Rest machen? Alles eintüten. Ich fahre jetzt schon mal, Roy. Wir fahren. Black Caesar Imbiss. Die Karte. Eigentlich wollte ich ja jetzt sehen, er aber erstmal dann zu Black Caesar. Ja. Right. Let's wrap this up before I actually have to work overtime instead of just claim for it. You're a true inspiration to us all. Ich komme hier so oder so hin. So. Da wären wir beim Black Caesar. Help you? Detectives Phelps and Durrell, LAPD. We're inquiring into the deaths. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Der sieht schon so schuldbewusst aus. Und der haut auch ab. Genau. Den Imbisskoch. Gut. Dann wollen wir den nochmal verhaften. Durch doch. Schneller, Cole. Hat irgendwas zu verbergen, Cole. Ich kann noch nicht mal meine Pistole zum Warnschuss einsetzen. Würde ich gerne machen. Wo willst du hin? Im Biskoff. Ja, das war ja klar. Eddie, help me out, man. They're trying to kill me. You gotta help me out. What the hell going on here? Morgan! Not you? Hey, komm. You picked the wrong cop, you fucking animals. Bums. Keine Chance. Morgan. Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around. Ja, Fleetwood. Was machst du da? Einfach abhauen? Nee, geht nicht. Very still, Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Ja, Roy.